anscheinend YouTube verbieten. Er hat der Deutschen Welle Folgendes mitgeteilt. Zitat: Sie, also YouTube, haben ein Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufgebaut, auf urheberrechtlich geschützten Werken. Und es heißt weiter, wenn es die Absicht der Plattform ist, Leuten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zu geben, dann müssen wir darüber nachdenken, ob diese Art von Geschäft existieren sollte. Damit fordert Hey, sagt Axel Voss damit wirklich ernsthaft, dass sämtliche, also übers Knie gebrochen, sämtlicher Content auf YouTube auf Grundlage von urheberrechtlich geschützten Werken entstanden ist, dass quasi alles, grundlegend alles, Animationen, Musikvideos, Kurzfilme, selbstgedrehte Serien, krass Klassenfahrt, Leute, krass Klassenfahrt, das müssen wir uns mal vorstellen, dass das alles. Dass das alles auf den Werken anderer basiert, das ist ja das größte, das ist der größte Scheiß. Axel Oh Voss mein in diesem Gott. Sinne die Abschaffung von YouTube, weil er ja YouTube unterstellt. Hier heißt es ja, Sie, YouTube, haben ein Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufgebaut. Also er stellt gerade YouTube und auch alle YouTuber unter Generalverdacht, dass sie selber keine Urheberrechte haben. Ey, wie kann denn ein Politiker, der so unglaublich viel Verantwortung hat, so dermaßen weltfremd sein? Wie kann denn ein Politiker, der dermaßen, kann denn ein Politiker, Leute, der so viel zu sagen hat, der so viel Gewichtung hat im Europäischen Parlament, so eine Aussage treffen? Wie kann es sein, dass so ein unwissender, populistischer und egozentrisch vom Lobbyismus durchtriebener Mensch es bis ins Europaparlament geschafft hat und dann solche komplett haltlosen Behauptungen aufzustellen, Leute. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht und ich schäme mich dafür, für unsere Demokratie und für eine Partei wie die CDU, die so jemandem einen Europaparlamentssitz gegeben hat. Unglaublich. Axel Voss fordert hier die Entfernung von YouTube. Axel Voss fordert ein Verbot von YouTube. Und ich kann mir das nur insoweit erklären, dass Axel Voss nun entsprechenden Protest, entsprechende Meinung oder Meinungen aus dem YouTube-Kosmos, aber auch aus dem Kosmos des Internets insgesamt bekommen hat und nun versucht, einen Schuldigen zu finden. Und Ey. deswegen nun alle Macht, mit aller Macht versucht oder versuchen wird, hier auch Plattformen wie YouTube zu entfernen. Axel Voss ist für mich als Politiker nicht mehr ernst zu nehmen. Nicht. Er mag sicherlich in anderen Bereichen vielleicht bewandert sein, wenn es um Sozialpolitik oder um Rentenpolitik oder so, sonstige Geschichten geht. Aber alles, was den technischen Bereich angeht, da hat dieser Mensch nichts verloren. Da hat dieser Mensch absolut nichts verloren, denn dieser Mensch hat eine voreingenommene Meinung, die ihm quasi in die Wiege gelegt worden ist von den ganzen Konzernen und den ganzen Verlagen, die ihn unterstützen. Und dieser Mensch hat eigentlich gar nicht das Recht in meinen Augen, beziehungsweise im Grunde schon durch das Grundrecht, aber im Großen und Ganzen legitimiert ihn sein Nichtwissen in meinen Augen überhaupt nicht dafür, solche Aussagen überhaupt tätigen zu dürfen, beziehungsweise dann sich noch für die Entwicklung und die ganze Artikel 13-Geschichte überhaupt einzusetzen. Das ist also ganz ehrlich, ey, ich könnte kotzen, wirklich, Mann. Auch ein Kommentar, wie gesagt, kann auch Copy-Paste sein, wo man selber keine Urheberrechte dran besitzt. Daher müsste es auch hierbei ein Upload-Filter geben. Aber nun geht das Ganze weit, viel, viel, viel weiter darüber hinaus. Er Ey, möchte Leute. ein Verbot von YouTube haben, weil er hier in eine Plattform einen Anlaufpunkt für Urheberrechtsverletzungen sieht. YouTube hat wie keine andere Plattform ein so ausgefeiltes Rechtemanagement, einen so ausgefeilten Schutz für Urheberrechts- oder gegen Urheberrechtsverletzungen. Es gibt das Content-ID-System, was im Zweifelsfall schneller anschlägt, als es eigentlich sollte. Es schlägt teilweise auch schon bei Dingen an, die überhaupt keine Urheberrechtsverletzungen Ja. darstellen. Zum Beispiel bei unwesentlichen Beiwerken oder wenn etwas Kunst oder Satire ist oder bei Filmausschnitten. Hier schlägt schon das Content-ID-System an. Und Axel Voss möchte dennoch höchstwahrscheinlich, das ist mein Verdacht, weil er hier aus YouTube eine Gefahr sieht, die er nicht einstufen kann, eine Gefahr der freien Meinungsäußerung sieht, möchte er versuchen, dem Hürden aufzustellen, um das in aller vornehmster Zurückhaltung auszudrücken. Er möchte diese Plattform abschaffen,
weil er sich selber wohl auch gar nicht mehr imstande sieht, seinen politischen Willen durchzusetzen. Ja, weil es rein technisch möglich ist. Also gibt es quasi zwei Möglichkeiten im Auge von Axel Rotz. Nummer eins ist, er sagt, ja, wir bringen Artikel 13, 11 und 12 die gesamte Urheberrechtsreform durch. Dann gibt es Upload-Filter. Jetzt will aber niemand Upload-Filter, also ist die Konsequenz, Upload-Filter da mal hingestellt, ist sowieso nicht möglich, ist dann seine Konsequenz zu sagen, na gut, dann verbieten wir doch YouTube einfach komplett. Dann sagen wir doch einfach, hey Google, so nicht. Also tut mir leid. Wie kann man denn mit so dermaßen stumpfen und überpragmatischen Ansätzen an sowas ran? Boah, es kotzt mich einfach nur an. Es kotzt mich an und es stört mich unglaublich, dass so jemand Repräsent von mir und sehr vielen anderen jungen Leuten ist im Europäischen Parlament. Das stört mich massiv. Das stört mich massiv. Und ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass bald Europawahlen sind, meine Freunde. Und am 23.03. die Demos. Und da gehen wir alle hin. Und da sind wir alle laut. Und wir werden auf der Europawahl sicherlich nicht nochmal die gleichen Volksvertreter wählen, die uns jetzt dementsprechend missrepräsentieren. Also, ey, unglaublich ätzend einfach nur. Unglaublich schmerzhaft. Und dieses globale Internet möchte Axel Voss abschaffen. Er möchte, dass das Internet dezentral wird, also kontrollierbar für ihn, ganz persönlich, für ihn ganz. Ja, gut, für ihn ganz persönlich sagen wir jetzt mal nicht. Wahrscheinlich am ehesten dann für die Leute, die er im Lobbyverein oder im lobbyistischen Sinne eintritt oder seine Meinung kundtut. Ich glaube nicht, dass Axel Voss selber da sitzen möchte und als böser Internet-Imperator gesehen werden möchte. Axel Voss ist einfach ein Kerl, der eine Menge Kohle bekommen hat und überhaupt keine Ahnung hat, was er da gerade angestoßen hat. Das ist Axel Voss. Axel Voss ist nicht der böse Internet-Imperator. Ja, echt schon erschreckend, dass es jemand so unglaublich weit geschafft hat. Ein dezentrales Internet ist ein Rückschritt ins letzte Jahrhundert. Ja, mein Gott, wisst ihr, es gibt 10.000 andere Sachen, die deutlich bedeutender sind als das. Erstmal, de facto wissen wir alle, auf YouTube ist ein Großteil, der überwiegende Teil ist Original Content. Das heißt Content, der von einzelnen Personen, von Firmen oder von Animatoren, von Teams geschaffen wird. Es geht da nicht um Memes oder Reaction und sowas. Klar, da stimme ich ihm zu. Das ist Content, der auf Grundlage von anderen basiert. Aber der Großteil auf YouTube ist doch Content, der selber erschaffen wird. Und auch ein Gameplay ist ein eigens erschaffener Content, wenn ich mich mit dem Spiel, beziehungsweise mit dem Entwicklerstudio darauf geeinigt habe, dass ich die Lizenz für das Spiel habe. So, das ist das Erste. Wenn ich doch jetzt dieser Argumentation folgen würde und das auf andere Dinge ummünzen würde, dann könnte ich ja genauso plump sagen, dass die Tabakindustrie im Großen und Ganzen ja eigentlich gar kein Genussmittel ist. In meinen Augen sowieso nicht, sondern eigentlich nur eine große Todesfabrik ist, die ja tatsächlich gar keine Daseinsberechtigung hat. Und ich blende dabei vollkommen aus, dass das wirtschaftliche Konsequenzen hat, dass da Arbeitsplätze dran verloren gingen, wenn ich einer kompletten Industrie sage, du darfst jetzt nicht mehr existieren und eine Menge, Menge Leute daran wahrscheinlich pleite gehen würden. Und ich rede da nicht von mir, Leute, ich fahre ein fucking AMG, mir ist das scheißegal, wisst ihr, was ich meine? So, ich bin Z, aber ich rede von Google-Mitarbeitern, ich rede von Netzwerkmanagern, ich rede von Leuten, die einen kleinen Kanal haben, ich rede von allen Menschen, die irgendwie im Internet und an Kreativplattformen arbeiten. Und die sind gefickt. Die sind richtig gefickt, Leute. Und diese Argumentation kann man doch nicht so anführen. Wie stumpf und populistisch ist das bitte? Wie unglaublich dumm. Wie unglaublich dumm kann denn bitte eine Argumentation sein, in der man sagt, na gut, dann verbieten wir es halt komplett. Digga, es gibt 10.000 andere Sachen, denen du dich widmen solltest als Politiker. Was bist du für ein perfider und berechenbarer, ekliger Mensch, wenn du wirklich so eine Politik fährst. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und wenn das tatsächlich der Wahrheit entspricht, was er da gerade sagt und das wirklich so richtig wiedergegeben ist von Herrn Newstime, dann könnte ich nur noch kotzen. Dann könnte ich nur noch Axel Voss, einfach kein reflektierter und intelligenter Mensch. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, dann ist das leider so. Vorausgesetzt, das stimmt alles so, was Herr Newstime da jetzt von ihm rezitiert. Das müsste ich natürlich gleich mal fact-checken. Dieses undemokratische, abgrundtief falsche Verhalten von ihm, was er hier am Tag legt. Dieser Mann hat null, gar nichts in der Politik zu suchen. Dieser Mann muss weg, muss aus der Politik verschwinden. Dieser Mann hat null aus der Politik. Der hat nichts in der Politik zu suchen. Er muss abgewählt werden. Das ist das. Der richtet Schaden über Schaden an. Und die CDU feiert das, was er macht. Und das ist widerlich, ekelhaft. Also, Axel Voss hat im
Interview geschrieben. Sie, in Klammern YouTube, haben ein Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufgebaut, auf urheberrechtlich geschützten Werken, sagte er dem Sender und fügte hinzu, wenn es die Absicht einer Plattform ist, den Leuten Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zu geben, dann müssen wir darüber nachdenken, ob diese Art von Geschäft existieren sollte. Leute, ich muss wirklich sagen, die dümmste Aussage ist, die ich von einem Politiker seit langer Zeit gehört habe. Und sie geht mir nicht nur so nah, weil ich auf dieser Plattform beschäftigt bin und auch vielleicht darunter leiden könnte. Wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, aber trotzdem. Nein, sie geht mir einfach nur nahe. Und was mich am meisten belastet, Leute, ist, dass Axel Voss es so weit geschafft hat. Dieser Mensch sitzt im Europäischen Parlament. Der sitzt ganz oben und darf solche Reformen vorschlagen, ausarbeiten und mit zur Abstimmung bringen. Und das ist erschreckend. Ich will jetzt nicht zu grundpolitisch werden. Es gibt genügend Ideologien, Ansichten von Politikern und auch genügend Politiker, von denen ich nicht viel halte. Gerade im politischen Spektrum der EU gibt es sehr viele Leute, wo ich sage, gehören die da wirklich hin? Aber dass ein Mensch sich dermaßen unfähig geben kann, das hätte ich nicht gedacht. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, Leute, zu sagen, die komplette Plattform basiert auf userbasiertem Content. Hat RTL nicht einen YouTube-Kanal? Hat ProSieben nicht einen YouTube-Kanal? Das sind alles lizenzierte Formate. ProSieben, ein Sender, ja? Ein Sender lädt freiwillig seinen Content hoch und monetarisiert es. Profitiert daraus. Hat damit vielleicht neue Arbeitsplätze geschaffen. Es gibt 20.000, 30.000 Selbstständige mindestens in Deutschland, die mit YouTube entweder davon leben oder sich ein Beiwerk verdienen. Twitch mit eingegriffen und so weiter und so fort. Instagram, genau das gleiche, Leute. Das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Fall, als würde komplett YouTube oder der gänzliche kreative Kosmos nur aus geklauten Werken bestehen. Das ist eine unzumutbare Aussage und ich fühle mich wirklich als Künstler... Wenn man jetzt YouTube tatsächlich als Kunst sehen darf. Ich fühle mich als Künstler extrem bekränkt, dass ein Mensch so wenig Verständnis für das aufbringt, was wir da tun. Denn wir zahlen genauso Steuern wie jeder andere Mensch und wir haben genauso ein Recht, unseren Content frei und öffentlich zugänglich im Internet zu teilen. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft und krank. Unverständlich meiner Meinung nach, wie so ein Mensch ins Europäische Parlament gekommen ist. Ich verstehe es nicht. So.